man steht nicht mehr allein in seiner Kultureinrichtung mit seinen Werken, sondern diese Werke sind drinnen und draußen. Das verändert mich aber auch, das verändert diese Kultureinrichtung. Das, was ich die letzten 100 Jahre gemacht habe, ist vielleicht nicht das, was ich die nächsten 100 Jahre mache. Mag auf der einen Seite beängstigend sein, ist aber auch eben wahnsinnig spannend. Die Relevanz, die das Jüdische Museum in der analogen Welt besitzt, wollen wir auch in der digitalen Welt spiegeln und wollen dadurch eine Relevanzsteigerung in sämtlichen Bereichen haben. Und dafür brauchen wir Open Data, dafür müssen wir unsere Daten selber offen zugänglich machen, sind aber auch darauf angewiesen, dass das andere tun, damit wir uns mit diesem verknüpfen und verbinden können. Wenn alles tatsächlich irgendwann einmal im Netz verfügbar ist, so verändert das die Rolle einer Kulturinstitution. Schutz, Bewahrung und Wertschätzung von Kulturgütern sind eine gesellschaftliche Aufgabe und wir als Gesellschaft haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, uns mit dieser Aufgabe auseinanderzusetzen. Nowadays, the internet is like the book printing in the 19th and 20th century. It's the place where you learn new things, see new images, and once it touches your heart, like the Night Watch can, or like Vermeer can, or like Rembrandt can, then you want to go to the museum and see the real object. And that's the reason why we open up in such a high resolution, high quality, and massive amount. Wir nehmen immer mehr wahr, dass wir viel weniger wissen, als wir glauben und gleichzeitig, dass viel mehr Wissen in der Gesellschaft vorhanden ist, als wir geglaubt haben. Und diesen Dialog gewissermaßen, diesen Austausch zu organisieren, dieses Miteinander gewissermaßen Verantwortung zu übernehmen für emanzipatorische Prozesse in der demokratischen Gesellschaft, das ist mir wichtig und das könnten neue Selbstverständnisse werden, es könnten neue Rollen auch des Museums werden und ich denke, wir sind ein Stück weit schon auf diesem Weg. Ich glaube, durch so einen Zugang über die Digitalisate, also über das digitalisierte Kulturerbe, können wir vielleicht auf ganz neue, spannende Fragestellungen kommen, die wir so noch gar nicht ahnten, dass es sie gibt. Und das ohne zu riskieren, dass dabei das eigentliche Kulturgut kaputt geht. Ich finde das wunderbar. Wir können einfach anfangen zu spielen. Und warum sollten wir das nicht tun?